Ich bin ein Straßenmusikant und ziehe viel umher. Ich sehe unterwegs so manche Stadt und Menschen noch viel mehr. Sie schuften und sie kaufen ein, ich frag euch, soll das Leben sein? Der Lirl und der La, nur Arbeit und Konsum, muss das denn sein? Lirl und ich sagen nein. Ich bin bestimmt kein armer Wicht, fress ich auch manchmal trocken Brot. Ich hab keine Sorgen, fallen im Gesicht, bei mir hat's keine Not. Von früh bis spät den ganzen Tag, dann lass ich's gehen, wie's gehen mag. Der Lirl und der La, ich singe und lache und ich bin froh, Lirl, denn ich will es so. Drum Leute, macht es so wie ich, lebt, wie es euch gefällt. Plagt euch nicht ab und schuftet nicht bloß um das liebe Geld. Zwar brauch auch ich etwas davon, schmeißt mir was rein als meinen Lohn. Der Lirl und der La, doch dreht sie nicht alles bloß um das Geld. Es gibt viel Schönes auf der Welt. Nun kommet her und höret zu, freut euch an meinem Spiel. Wenn ich euch etwas Frohsinn gebe, ist das für mich sehr viel. Die Traurigkeit, die jag ich weg, betrübt zu sein, hat keinen Zweck. Der Lirl und der La, mit Freude und Kraft kämpft für euer Ziel. Dazu helfe euch mein Spiel. Man sieht mit ein paar ganz kleinen Übungen, dass man die anderen aus dem Gefecht bringen kann. Gezielte Übungen, gezielte Bewegungen. Bei uns, der Kontakt ist nicht gegen Menschen, weil Mensch, wir sagen... So, gut, sehr gut gemacht. Wer macht... Und ein, zwei, so, los, Enes, komm, gib Gas. Und, ja! Tschüss! Kinge! Komm, still, gut, danke. Sie haben hier mit Ihrer Gruppe soeben eine Tanzvorführung vorgeführt. Warum kommen Sie so gern hier auf dem Limburger Altstadtfest? Erstens, weil wir aus Obertiefenbach kommen und natürlich Limburg für uns auch eine große Werbung ist. Und zweitens, weil es halt eben auch Riesenspaß macht, die Leute mit unserer Tanzart zu beeindrucken und hoffen, dass wir dazu vielleicht auch ein bisschen Zuwachs bekommen und die Leute halt eben natürlich auch begeistern. Werden Sie heute Abend wiederkommen? Ja, hatte ich vor. Ich war gestern schon hier, aber leider ein wenig zu spät. Aber heute hatte ich vor, definitiv mal ein bisschen pünktlicher zu kommen, damit ich das heute auch noch mal ein bisschen genießen kann. Warum sind Sie hier auf dem Limburger Altstadtfest? Ja, warum? Gute Frage. Erstens, weil meine Frau und meine Tochter in einer Flamenco-Gruppe mitspielen und heute Mittag aufgetreten sind. Ich, sage ich mal, auch hierher gefahren habe. Zweitens komme ich fast jedes Jahr hierher, weil die hier auftreten. Und abends auch hier, sage ich mal, ein paar gemütliche Bierchen trinken kannst, wenn man das so sagen darf öffentlich. Und das ist einfach für Limburg eine sehr schöne, wie sagt man dazu, Feier.